So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Wir wollen natürlich die Fed nachbetrachten. Die Leitzinsentscheidung von gestern, die jetzt nicht so spektakulär war in Bezug auf den Leitzins, aber die ziemlich spektakulär war in Bezug auf den Dotplot. Der eine oder andere wird es gesehen haben, logischerweise Vorstoß im DAX. Folgerichtig im Windschatten folgend auf den S&P oder auch im Nasdaq, DAX auf neue Allzeithochs, Nasdaq auf dem Weg, neue Allzeithochs zu markieren, S&P 500 auf kurz davor, neue Allzeithochs zu markieren, also Jahresendrally in vollem Gange. Und die Fed hat sie geblinkt, in Anführungsstrichen, hat sie gezuckt, hat sie gezeigt, dass sie geldpolitisch diesen restriktiven Kurs nicht weiter fortfahren wird können. Ich denke in gewisser Form schon. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass die Gesamtkonstellation sich dadurch natürlich in Equities weiter extrem stark überdehnt jetzt auf der Oberseite darstellt. Also der Nasdaq oder auch der S&P regelrecht vertikal gegangen in den letzten anderthalb Monaten, ja, beginnend mit dieser massiven Rallye. Gold allerdings. Gold könnte eventuell chancenrisikoverhältnistechnisch für die Long-Seite nachvollziehbarerweise, wie gestern hier skizziert, an dieser Stelle durchaus interessant werden. Da stehen wir genau jetzt in diesem Moment, als ich diese Aufzeichnung hier einspreche, kurz vor dem Break über die 2040 zurück. Und das könnte eventuell dann der Startschuss sein, auch hier für eine kleine Jahresendrallye und ein Run zurück in Richtung wenigstens mal der 2100er Region. Wir starten dort jetzt ein bullisches, saisonales Fenster. Wir werden in wenigen Sekunden auf die Details blicken. Bevor wir offiziell starten, der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste deine risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen vollständiger Risikohinweis auf xdb.com/de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefon bzw. E-Mail. Zu XTB als Broker, bester CFD-Broker seit 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt und mit Sicherheit ein Grund, die X-Station. Und wir wollen beginnen mit einem Blick auf den Chart, nämlich in Gold, den Chart, den wir uns gestern hier angeschaut haben. Und genau dieser Breakout, den wir jetzt hier zu sehen bekommen, ganz interessant, dass wir gestern in diesem Bereich zunächst begannen auszutoppen, folgend auf die Fed. Wir werden uns natürlich gleich den Details widmen, was genau da thematisiert wurde. Fakt ist auf jeden Fall einmal, was ich jetzt so interessant finde, ist auf der 30-Minuten-Ebene hier die Konstellation, die sich mit dieser Engkonsolidierung knapp unter diesem Breakout-Level herauskristallisiert. Also du hast ein relativ klares Risiko, was du hier mit einem Breakout höher jetzt auszeichnen kannst. Sagst, du riskierst hier gegen die 2000, ich glaube, es ist 28, es ist nicht die 30 genau, es ist ungefähr die 2029 ist es ungefähr, riskierend gegen dieses Level, gegen die Tiefs dieser Konsolidierung, willst den Break höher jetzt sehen, gehst davon aus, dass wir wenigstens einmal diese Range nach oben aufklappen, also für ein Momentum-Play jetzt Intraday, heißt das $10 nach oben aufgeklappt, $12 eventuell, da sind wir bei ungefähr 2050 bis 2052. Ich persönlich würde sogar sagen, das könnte sogar der Beginn sein einer dann Jahresendrallye, denn es ist bekannt, dass Gold ab Mitte Dezember, und heute ist Mitte Dezember, also naja, fast jedenfalls, also 14. Dezember, eine günstige bullische Saisonalität aufweist und das tatsächlich beginnt mit dann dem heutigen Tag, beziehungsweise dem morgigen Tag, Mitte Dezember ziemlich genau, und sich erstreckt bis Mitte Januar, Ende Januar roundabout. Also es kann durchaus sein, dass dieser Breakout, der Startschuss jetzt ist, nicht nur für eine kleine Jahresendrallye, sondern auch für einen Drive zurück in Richtung, einen Drift in Richtung in einem niedrig volatilen Umfeld, der hier ausgebildeten Extremhochs, diese Allzeithochs, die ja durch diese Squeeze letzte Woche am Montag auf den Weg gebracht worden ist, folgend auf die Kommentare von Jay Powell, die jetzt komplett auf den Kopf gestellt worden sind. Ich würde nicht sagen, dass seine Glaubwürdigkeit darunter jetzt gelitten hat, aber nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen arg seltsam, wenn da in Aussicht gestellt wird, dass weitere Zinsanhebungen ein Thema sind.
Ausgehend von den weiter recht hohen Inflationskennzahlen, ganz besonders der Kerninflation, und sich dann 2 Wochen später nichts dergleichen im Fed-Statement eben wiederfindet. Er wurde in der Pressekonferenz, glaube ich, dahingehend deutlich, dass er versuchte zu erklären, wie diese dann auch Entwicklung innerhalb des Dotplots, die mir persönlich sehr extrem anmutet, da wie gesagt schauen wir gleich drauf, wie das zustande kam, und verwies auf die gestern Nachmittag noch um 14:30 Uhr veröffentlichten Erzeugerpreise. Und zwar sagte er, dass die Fed-Offiziellen teilweise dazu veranlasst hätten, ihre Projektion für das nächste Jahr noch einmal entsprechend anzupassen. Also wenn man sich die Dots anguckt, dann offensichtlich nach unten. Und das scheint auch sinnvoll zu sein vor dem Hintergrund, dass der Erzeugerpreisindex, wie wir es hier erkennen können, sowohl in der Kernkomponente unter der Erwartung reingekommen ist, als aber auch unter der Nicht-Kernkomponente. So sage ich jetzt einfach mal, Year on Year 1% erwartet, 0,9%, Kerninflation Year on Year 2,2% mit 2% erwartet. Und dass das dazu beigetragen hat, dass die Fed-Offiziellen gesagt haben, Inflation scheint aggressiver reinzukommen, als wir das erwartet hätten. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man wahrscheinlich unter dem Stein gelebt, wenn man das nicht mitbekommen hat, wie dramatisch die Inflation sich jetzt auf der Unterseite beschleunigt hat bzw. abgekühlt hat. Aber sei es drum, Fakt ist auf jeden Fall, dass es entsprechend eine Anpassung gab. Wir wollen ganz kurz uns erinnern an das, was ich gestern hier zum Besten gegeben hatte, und dieses Fed-Sheet nochmal auf den, diesen Gameplan-Sheet nochmal auf den Schirm hauen. Und ich hatte nochmal ein bisschen was angepasst gehabt im Hinblick auf die Level, aber nur marginal. Also der ein oder andere, der kennt vielleicht hier noch die 4600, da habe ich die 4630 draus gemacht. Ich habe dann in der Nachbetrachtung einfach festgestellt, dass 4600 einfach ein bisschen zu bearish wäre an dieser Stelle. Im Falle von Gold habe ich, ich bin glaube ich nur marginal runtergegangen von 2000 auf 1995 an dieser Stelle. Aber sei es drum. Unterm Strich bleibt auf jeden Fall, was wird erwartet? Die Basispunkte Querstrich, der Leitzins bleibt unverändert. Das ist es geworden. Da hat es keine Überraschung gegeben. Und wir haben die Economic Projections eben sehen wollen. Und ich sagte in diesem Zusammenhang, ich gehe davon aus, Leitzins unverändert. Und der Dotplot wird nach unten angepasst, Richtung 475-500. Nicht, dass ich nicht erwarte, dass wir uns wesentlich dovischer übers Jahr 2024 präsentieren, aber ich habe gesagt, der Grund, warum ich hier so ein bisschen zurückhaltend ist, weil ich mir einfach dachte, das ist zu viel, das ist einfach zu krass. Wenn wir jetzt hier schon Richtung 450, 475 gehen, der Terminmarkt lag bei 425, 450, vielleicht sogar 400 bis 425. Also das heißt, wir haben hier 4 bis 5 Leitzinssenkungen eingepreist gesehen seitens des Fed Watch Tools. Und das wäre einfach zu, naja, erschütternd gewesen in gewisser Form, meiner Meinung nach. Auch wenn es dann stattgefunden hätte, habe ich gesagt, dann wäre es aber super dovish zu interpretieren und entsprechend nochmal stark bullischer treiben. Sei es für den Nasdaq, sei es auch für den S&P oder sei es eben entsprechend für Gold. Sagt aber auch dovische Rhetorik, dass man nämlich diese Option in Bezug auf Zinsanhebungen rausnimmt aus dem Fed-Statement. Ja, was ist es unterm Strich geworden? Das ist es auf jeden Fall geworden. Da spricht keiner mehr von Zinsanhebungen. Es sind eher Zinssenkungen jetzt ein Thema. Und der Dotplot, der ist tatsächlich auf 450 bis 475 gesenkt worden. Ich will das einmal ganz kurz hier zeigen. Ich hatte das gestern noch hier bei X einmal eingefangen gehabt, hat das kurz thematisiert gehabt. Man kann sagen, ergo dovish, Gold, Spider, Qs in dem Fall, also Nasdaq, ETF, die Qs, QQQ, beziehungsweise der Spider, das ist der ETF auf den S&P 500, waren initial bullish und sind dann auch weiter bullish gelaufen. Wie gesagt, in Gold ganz besonders mit der Attacke auf die 2040. Was eben, wie gesagt, interessant war, und ich habe hier eine Grafik mir, ich habe mir die genommen von einem Wall Street Chief Economist hier, Nick Timiraos. Der hatte das sehr, sehr schön aufbereitet. Und zwar hatte der diesen Dotplot, den wir natürlich auch in der Form, in Reinform hier, in den Economic Projections auf der Fed-Webseite finden können, nochmal sehr, sehr schön ergänzt. Nämlich hier mit, was heißt denn das als eigentlich? Das bedeutet ganz konkret, dass die Mehrzahl der Punkte 3 Cuts, also 3 Leitzinssenkungen über das Jahr 2024 erwarten. Da ist jetzt die Mehrzahl. Ich hatte ihn hier bei 2 Cuts erwartet. Das sind die 475 bis 500. Jetzt sind es eben die 3 geworden. Und vor allem der Terminmarkt, der ist nochmal einen Schritt weiter gegangen. Wenn wir aufs Fed Watch Tool schauen, dann erkennen wir für den Dezember 24, dass jetzt sogar seitens der Terminmarktteilnehmer mit über 70, fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet wird, dass die Fed 6 25 Basispunkt Zinssenkungen bringt, 3,75 bis 400, eventuell sogar 7,350 bis 3,75. Das bedeutet sehr konkret, das, was wir aggressiv in 50 Basispunkt Zinsschritten auf der Oberseite zu sehen bekommen haben über das Jahr 2022, das wird jetzt laut Erwartungshaltung seitens des Terminmarktes
eben eventuell auf der Unterseite dann für das nächste Jahr anstehen. Und jetzt wird es eben interessant, jetzt wird der eine oder andere sich fragen, und warum genau sollte das jetzt stark bullisch für Gold sein beispielsweise? Hierzu erinnern wir uns mal kurz an die Grafik, die ich schon mal gezeigt hatte, nämlich in Bezug auf die Leitzinssenkungszyklen, zurückgehend bis ins Jahr 2000. Und wir erkennen bis ins Jahr 2000 zurückgehend, sobald wir fertig waren und die Zinssenkung auf den Weg gebracht worden sind, sind in diesen drei Malen, die das bis dato in den letzten 25 Jahren aufgetreten ist, hat Gold stark bullisch performt. 170% plus, Zeitfenster 2000 bis 2005 ungefähr, 2004, 2005. Zeitfenster hier 2000 und das war roundabout, ich muss mal ganz kurz gucken, so 2006 bis dann 2011, Pi mal Daumen, Zinssenkungszyklus, folgen natürlich auf die große Finanzkrise und dergleichen. Und dann hatten wir nochmal eine stark bullische Performance, damals mit der Attacke dann auf die 2000-Dollar-Marke. Und zwar im Zeitfenster ab 2018 ungefähr mit den Zinssenkungen, die dort auf den Weg gebracht werden. Beziehungsweise 2019 war es, Verzeihung. 2019 war es ab Juli und dann ebenfalls aggressiv Zinssenkungen, die dann hier eine starke bullische Performance in Gold nach sich gezogen haben. Also das heißt, die jetzt in Aussicht gestellten Zinssenkungen sind der finale Impulsgeber wohl, der finale Startschuss für solch eine potenzielle Rallye. Und infolgedessen scheint hier dann entsprechend bullisches Momentum erwartbar. Die Reaktion spricht für sich. Bis dato haben wir jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hier in diesen Gefilden, aber nochmal, solange wir oberhalb hier dieser Region um die 2029 handeln, finde ich das weiterhin durchaus interessant. Und in der Break höher, wie gesagt, haben wir Intraday wenigstens Potenzial für 10, 15 Dollar auf der Oberseite, eventuell sogar für einen Drift zurück in Richtung der 2100er Region in den Jahresschluss bzw. in den Jahresbeginn 2024. So, soweit zur Fetteinschätzung und ein Ausblick für Gold. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns dann morgen wieder. Ihr gemeinsam mit XTB zum Guten Morgen Börse. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.